Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Nach den Enthüllungen der sogenannten Panama Papers tritt der isländische Regierungschef Gunnlaugsson zurück. Er zieht damit die Konsequenzen aus Vorwürfen im Zusammenhang mit einer Briefkastenfirma, die er mit seiner Frau auf den britischen Jungferninseln gegründet hatte. Nach massiven Protesten in Reykjavik erklärte Gunnlaugsson heute in einer Fraktionssitzung seinen Amtsverzicht. Zuvor war er bei Präsident Grimsson mit dem Versuch gescheitert, das Parlament aufzulösen. Als die isländischen Regierungsparteien am späten Nachmittag zusammenkommen, kann Sigmundur Davíð Gunnlaugsson nicht mehr sicher sein, dass er die Unterstützung seiner Koalitionspartner noch hat. Wenig später tritt er zurück. Am Morgen noch hatte er gehofft, selbst über seine politische Zukunft entscheiden zu können, das Heft des politischen Handelns in der Hand zu behalten. Das Parlament will er auflösen, doch der Staatspräsident, dem er seinen Plan vorträgt, unterstützt ihn nicht. Ich denke nicht, dass es normal ist, dass der Regierungschef, ganz gleich wie er heißt, allein die Macht haben sollte, das Parlament aufzulösen, ohne dass die Mehrheit mit dieser Lösung einverstanden ist. Gunnlaugsson stand seit der Veröffentlichung der Panama Papers massiv unter Druck, weil er eine Briefkastenfirma in einem Steuerparadies besessen hat. Über diese Firma schwieg er sich aus und kurz vor seiner Wahl verkaufte er sie für einen symbolischen Betrag an seine Frau. Tausende Isländer waren gestern deswegen vor das Parlament gezogen, um ihre Empörung zu zeigen. Auch heute demonstrieren sie wieder. Das Land leidet immer noch unter den Folgen einer Bankenkrise vor 8 Jahren. Danach sollte alles besser werden, hatte auch Gunnlaugsson versprochen. Jetzt sind viele enttäuscht. Die meisten meiner Freunde und ich haben gestern demonstriert, wie viele Tausende, und wir machen weiter. Es ist fürchterlich, dass unser Regierungschef vor allem an sich selbst denkt. Ein Parteifreund Gunnlaugssons soll dessen Nachfolger antreten. Landwirtschaftsminister Sigur Ingi Johansson soll nach Willen der Fortschrittspartei neuer Regierungschef werden. In Deutschland geraten durch die Panama Papers die Banken immer mehr in den Fokus. Bundesjustizminister Maas erklärte, niemand könne sich den Fahndungsbehörden auf Dauer entziehen. Die Finanzaufsichtsbehörde BaFin stellte einzelnen Instituten inzwischen offenbar Fragen zu ihren Offshore-Geschäften. In Kürze soll sich auch der Bundestag mit den Panama Papers befassen. Nach den Recherchen haben 28 deutsche Banken Dienste der Kanzlei Mossack Fonseca in Panama genutzt. Eigentlich ist es ein Routinetermin, das jährliche Treffen der Chefs der internationalen Finanz- und Wirtschaftsorganisationen in Berlin. Doch weil sie auch die Experten für die Bekämpfung von internationaler Geldwäsche sind, waren die sogenannten Panama Papers auch hier ein Thema. Kanzlerin Merkel hob auf der Pressekonferenz hervor, dass in der Vergangenheit Banken wegen Steuerhinterziehung bereits bestraft wurden. Wir haben ja alle gelesen, dass ein Teil der Banken auch in Deutschland schon Strafbeträge gezahlt haben im Zusammenhang mit solchen Praktiken. Und sicherlich wird man jeden Anlass auch nehmen, zu gucken, ob das Strafrecht schon ausreichend ist. Aber um dem Thema als Ganzes zu begegnen, ist, glaube ich, das Thema der Transparenz und der Meldepflichten schon von allergrößter Bedeutung. Am Vormittag hatte Justizminister Maas Banken, die dubiose Geschäfte mit Briefkastenfirmen vermittelt haben, mit Konsequenzen gedroht. Mit Blick auf die deutschen Banken sei gesagt, niemand wird sich dem nationalen Recht und auch den deutschen Fahndungsbehörden dauerhaft entziehen können. Wer sich da etwas zu Schulden hat kommen lassen, der wird sich vor einem deutschen Gericht verantworten müssen. Auch erneuerte Maas seine Forderung, ein Transparenzregister einzuführen, aus dem beispielsweise die wirtschaftlichen Profiteure einer Firma hervorgehen. Sinnvoll finden das die Grünen, nur die Idee sei nicht neu und auch nicht vom Justizminister. Es hört sich jetzt gut an als neue Forderung, aber die Bundesregierung ist verpflichtet, ein solches Register einzusetzen. Das schreibt uns eine Richtlinie der Europäischen Union längst vor. Sowohl den Grünen als auch der Linkspartei fehlen Maßnahmen, um Banker und Banken, die dubiose Geschäfte machen, härter zu bestrafen. Der Finanzminister muss aktiv werden, was unsere Banken und unsere Geldflüsse betrifft. Das ist das Entscheidende. Noch ist nicht erwiesen, ob deutsche Banken mit der Vermittlung von Briefkastenfirmen ihren Kunden geholfen haben, Vermögen vor den Steuerbehörden zu verstecken. Die betroffenen Banken erklärten, nicht gegen Gesetze verstoßen zu haben.
Zu Reaktionen auf die Enthüllungen der Panama Papers jetzt live aus Berlin Tina Hassel. Briefkastenfirmen und Steueroasen sind kein neues Problem. Da waren sich die Kanzlerin und die Vertreter der großen Finanz- und Wirtschaftsorganisationen einig. Auch wenn Angela Merkel die Erfolge vor allem beim internationalen Bankdatenaustausch hervorhob, ist noch viel zu tun. Seit Jahren stellt die internationale Geldwäschebehörde FATF Deutschland ein schlechtes Zeugnis aus. Deutsche Behörden hätten eine miserable Aufklärungsquote und viel zu wenig Mittel im Kampf gegen diese Form der organisierten Kriminalität. Für die Opposition kommt es deshalb zu spät, wenn Finanzminister Schäuble jetzt eine internationale Offensive gegen Steuerflucht ankündigt, wenn Justizminister Maas nun erst die EU-Richtlinie für mehr Transparenz in Angriff nimmt und wenn die Union fordert, das Thema auf die Agenda des G7 in Japan zu setzen. Immerhin gehen dem deutschen Fiskus bis zu 50 Milliarden Euro pro Jahr durch die Lappen, ein Fünftel davon durch Offshore-Firmengeld, das dringend gebraucht wird für die Flüchtlingskrise und den sozialen Wohnungsbau zum Beispiel. Und damit zurück zu Thorsten Schröder. Enthüllungen der Panama Papers könnten auch den neuen FIFA-Präsidenten Infantino in Erklärungsnot bringen. Denn in seiner Zeit beim Europäischen Fußballverband UEFA wurden nach den Recherchen von Süddeutscher Zeitung NDR und WDR Übertragungsrechte für die Champions League offenbar deutlich unter Marktwert verkauft an eine Briefkastenfirma. Die UEFA bestätigte, dass Infantino als Leiter der Rechtsabteilung 2006 mitverantwortlich für das Geschäft war. Uff. Gerade erst hat er es geschafft. Gianni Infantino wird FIFA-Präsident nach 17 Jahren Blatterherrschaft. Der Weltfußballverband soll mit ihm nun wieder glänzen, nach vielen Skandalen und Krisenjahren. Infantino ist ehemaliger Generalsekretär der europäischen UEFA, war zuvor Direktor der Rechtsabteilung. In dieser Zeit segnet er einen Vertrag ab, der sich in den Panama Papers findet. Es geht 2006 um den Verkauf von Fernsehübertragungsrechten an einen Sender in Ecuador. Vertragspartner der UEFA ist die Cross-Trading SA. Die Cross-Trading SA hat ihren Firmensitz in der Südsee. Es ist eine Briefkastenfirma auf der Insel Niue. Sie gehört Hugo Ginkes und seinem Sohn Mariano. Ihre beiden Namen finden sich heute in einer US-Anklageschrift. Sie sollen Fußballfunktionäre bestochen haben. Auf Anfrage zu den Ginkes erklärte die UEFA vor Monaten, die UEFA hat keine Geschäftsbeziehungen mit den genannten Personen. Nach mehreren Nachfragen heißt es dann, wir haben festgestellt, dass fragliche Verträge von Hugo Ginkes unterschrieben worden sind. Jetzt gab es diese Dementis von Seiten der UEFA, als Infantino noch Generalsekretär war, als ganz klar gesagt wurde, man hat mit diesen Ginkes nie Geschäfte gemacht und jetzt musste man zurückrudern. Also diese Dementis und Erinnerungslücken, die kamen doch eigentlich aus einer Zeit vor Infantino. Und noch etwas, die UEFA hat die Rechte damals für lediglich 111.000 US-Dollar verkauft. Die Ginkes machten dann beim Weiterverkauf mit knapp 200.000 einen kräftigen Gewinn. Hierzu erklärte die UEFA, die Übertragungsrechte seien ordentlich vergeben worden an den Meistbietenden. Auf tagesschau.de finden Sie ausführliche Berichte und Hintergründe zu dem Thema. Zudem besteht heute Abend die Möglichkeit, in einem Live-Chat Fragen an das Rechercheteam von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung zu richten. Die EU-Kommission will den Umgang mit Asylbewerbern in der Europäischen Union weitgehend vereinheitlichen. Ziel ist es, dass eine EU-Agentur zentral über die Anträge entscheidet. Bisher handelt jedes Mitgliedsland nach eigenem Asylrecht. Dadurch dauern Verfahren unterschiedlich lang, die Anerkennungsquoten liegen zum Teil weit auseinander und auch die Abschiebepraxis ist nicht einheitlich. Und wieder rettet die griechische Küstenwache Bootsflüchtlinge. Auch heute versuchten verzweifelte Menschen die lebensgefährliche Überfahrt nach Lesbos. Die Situation in Griechenland zeige die Schwächen im EU-Asylsystem, so die Brüsseler Kommission. In diesem Arbeitspapier, das dem ARD-Europa-Studio vorliegt, schlägt sie vor, das Asylrecht europaweit zu vereinheitlichen. Der deutsche Innenminister findet das gut. Es gibt Staaten, da wird von einem Drittstaat eine Anerkennungsquote von 10% entschieden und in anderen um 90%. Da darf man sich nicht wundern, dass die Asylbewerber in das Land gehen, wo die Anerkennungswahrscheinlichkeit höher ist. Und es ist nicht zu viel verlangt, dass, wenn wir Europa sind, eine gemeinsame europäische Außenpolitik haben, dass wir uns wenigstens darauf verständigen, wie wir die politische Lage in bestimmten Ländern Afrikas bewerten.
Eine europäische Asylbehörde, die gibt es bereits, wird sie angefordert, kann sie vor Ort bei der Registrierung von Flüchtlingen helfen. Die Kommission möchte diese Institution stärken und unabhängiger machen. Kritiker fürchten bereits eine neue Superbehörde. Nicht so Alexander Graf Lambsdorff. Ich verstehe den Vorschlag der Kommission so, dass das bestehende europäische Asylbüro jetzt nur dazu beauftragt werden soll, auch Entscheidungen zu fällen. Das ist also jetzt nicht die Schaffung einer neuen Behörde. Morgen will die EU-Kommission ihre Vorschläge offiziell vorstellen. Die Brüsseler Beamten beschreiben in ihrem Arbeitspapier mehrere Möglichkeiten, wie man künftig Flüchtlinge innerhalb Europas besser verteilen könnte. Die EU-Kommission versucht damit nicht zum ersten Mal, die Mitgliedstaaten von einem sinnvollen Verteilungsschlüssel zu überzeugen, bisher allerdings ohne Erfolg. Verteidigungsministerin von der Leyen hat eine Ausweitung des Bundeswehreinsatzes in Mali angekündigt. In den nächsten Monaten sollen weitere knapp 200 Soldaten zur Unterstützung der UN-Mission entsandt werden. Auch den Einsatz von Aufklärungsdrohnen kündigte von der Leyen bei einem Truppenbesuch an. Mali liegt im Westen Afrikas und ist immer wieder Ziel von Angriffen terroristischer Gruppierungen. Ein Teil der deutschen Soldaten ist in der Nähe von Gao stationiert. Camp Castor in Nordmali. 227 deutsche Soldaten sind hier stationiert. Ihr Auftrag für die Vereinten Nationen: Aufklärung mit Spürpanzern, Spähtrupps, Patrouillen. Das Ziel: Anschläge terroristischer Milizen zu verhindern. Am meisten Widerstand leistet natürlich sowohl die kriminellen Netzwerke als auch die dschihadistischen Terrorgruppen, die alles tun, um den Friedensprozess zu zerstören. Gao, eine der ältesten und gefährlichsten Städte im Norden Malis. Umschlagplatz für Kriminelle, Zentrum für Terroristen. 2012 hatten Tuareg und Islamisten die Region überrannt. Seit 2015 gibt es ein Friedensabkommen. Doch die Lage bleibt angespannt, wissen auch die deutschen Soldaten. Es ist immer relativ unterschiedlich, wie viele Soldaten rausgehen. Wir versuchen immer, möglichst viele Soldaten auch rauszubringen, um jeder Situation auch draußen Herr zu werden, egal was kommt. Sie sind schwer bewaffnet und können sich selbst verteidigen. Terrorbekämpfung gehört jedoch nicht zu ihren Aufgaben. Bis Anfang Juni werden insgesamt 400 deutsche Soldaten in Gao sein. Dieser Einsatz in einem Land mit hunderten verschiedener Terrorgruppen mit Drogen, Waffen, Menschenhandel gilt als der derzeit gefährlichste UN-Einsatz. Und die Prognose lautet, er dürfte noch Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dauern. Experten sagen, Mali könnte für die Bundeswehr das nächste Afghanistan werden. Nach tagelangen Gefechten um Bergkarabach ist eine Waffenruhe in Kraft getreten. Die Kämpfe in der Südkaukasus-Region seien eingestellt worden, teilte das Verteidigungsministerium in Baku mit. Zwischen Aserbaidschan und der abtrünnigen Region, die von Armenien unterstützt wird, schwelt seit Jahrzehnten ein Konflikt. In den vergangenen Tagen waren bei Kämpfen an der Grenze der Kaukasus-Region mehr als 60 Menschen getötet worden. In mehreren Städten hatten Gewerkschaften am Vormittag die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes zu Warnstreiks aufgerufen. In Leipzig legten nach Angaben der Gewerkschaft Verdi etwa 60 Mitarbeiter der Stadtverwaltung kurzzeitig die Arbeit nieder. Im niedersächsischen Peine blieben 7 staatliche Kitas wegen des Streiks geschlossen. Die Gewerkschaften fordern unter anderem 6% mehr Lohn. Das Landgericht Duisburg hat die Eröffnung eines Hauptverfahrens wegen des Love Parade-Unglücks vom Juli 2010 abgelehnt. Hauptgrund dafür sei ein mangelhaftes Gutachten der Staatsanwaltschaft, so das Gericht. Die Anklage gegen 10 Beschuldigte wurde nicht zugelassen. Die Staatsanwaltschaft legte Beschwerde gegen die Entscheidung ein. Bei dem Unglück vor fast 6 Jahren waren 21 Menschen im Gedränge getötet und mehr als 600 verletzt worden. An diesem Gutachten scheiden sich die Geister. Als zentrales Beweismittel sollte es klären, was bei der Love Parade schiefgelaufen ist und wer dafür verantwortlich war. Doch das Landgericht Duisburg stellt nach monatelanger Prüfung fest, das Gutachten der Staatsanwaltschaft habe gravierende Mängel. 8 Punkte weisen Ungereimtheiten auf. Aufgrund des Gutachtens lässt sich daher nicht beantworten, aus welchen Gründen es zu den tragischen Ereignissen anlässlich der Love Parade im Jahre 2010 kommen konnte. Das Gericht lehnt es deshalb ab, das Hauptverfahren zu eröffnen. Die Opfer und Angehörigen sprechen von einem Justizskandal. Die Staatsanwaltschaft weist die massive Kritik an ihrem Gutachter zurück. Die Entscheidung des Landgerichts Duisburg ist aus Sicht der Staatsanwaltschaft nicht nachvollziehbar und rechtsfehlerhaft. Gegen den Beschluss der Strafkammer hat die Staatsanwaltschaft deswegen umgehend sofortige Beschwerde eingelegt.
21 Tote und mehr als 650 Verletzte. Und jetzt bleibt die Frage nach den Schuldigen wohl ungeklärt. Das Landgericht und die Staatsanwaltschaft schieben sich gegenseitig die Verantwortung für die vorläufige Prozessabsage zu. Für die Opfer und Angehörigen unerträglich, für die Öffentlichkeit nur schwer nachzuvollziehen. Jetzt muss das Oberlandesgericht Düsseldorf in letzter Instanz entscheiden, ob es doch noch zum Prozess kommt. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 6. April. Von Westen her fließt morgen recht kühle Meeresluft zu uns und sorgt für durchwachsenes Aprilwetter. In der Nacht verlagert sich ein Regenband von der Mitte in den Osten und Südosten. Dahinter lockert es zunehmend auf. Morgen halten sich an den Alpen oft dichte Wolken mit Regen. Sonst gibt es mal Sonne, mal Wolken und nur einzelne Schauer, bevor im Nordwesten neue Regenwolken aufziehen. Heute Nacht Tiefstwerte von 11 Grad in der Lausitz bis 3 in der Eifel. Morgen werden in Nordfriesland 10, am Oberrhein 18 Grad erreicht. Am Donnerstag mal freundlich, mal wolkig und gelegentlich Schauer. Im Südosten oft dichte Wolken und Regen, in höheren Lagen Schnee. Ähnlich am Freitag. Am Samstag teils Sonne, teils Wolken und vor allem im Westen und an den Alpen ab und zu Regen. Um 22.15 Uhr hat Karin Mioska diese Tagesthemen. Regierungskrise nach Panama Papers, warum die Isländer so sauer auf ihre Politiker sind. Und Einsatz in Mali, wie die Bundeswehr Fluchtursachen bekämpfen soll. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.